Ladies and Gentlemen, wir sind Mr. Granger. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, hallo ihr Lieben. Ich weiß, ich habe Getüdel im Haar aus Federn. Vielleicht denkt ihr, ich bin auf einer Vogelveranstaltung, aber das ist falsch, denn ich bin hier heute Abend bei der Badberger Schützenhalle. Hier findet heute das zweite Mal das Jamboree von Mr. Cracker statt und dieses Mal zum 11. Geburtstag der Band. Wer Mr. Cracker nicht kennt, wir blicken einmal kurz in die Vergangenheit. Jetzt kommt ein Onkel. Das war ein ziemlich gestörtes Interview. Die Jungs sind immer noch nicht erwachsen geworden und genau aus dem Grund haben sie auch eine richtig dicke Party organisiert. Die findet heute Abend hier drin statt. Und um uns das ganze Geschehen mal anzuschauen und vielleicht einen von der Band mal zu erwischen und zu fragen, wie die Aufregung derzeit so ist und was sonst so geht, dazu gehen wir jetzt erstmal rein. Ja, nun sind wir also in der Halle und ich habe mich jetzt hier gerade mit dem Herzstück von Mr. Cracker verabredet, denn du bist ja der Sänger. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Ali, das Wetter ist ja nicht so fabelhaft jetzt. Ja. Aber die Location habt ihr schon sehr schön hergerichtet. Dankeschön. Eure Stimmung wird es nicht beeinflussen. Das ist eine ganz schwere Frage. Die möchte ich mal so beantworten, nein. Nein. Alles klar. Ihr seid sowieso, glaube ich, ganz guter Dinge. Wie ist der Kartenvorverkauf denn so gelaufen? Du Wahnsinn. Nee, besser als letztes Jahr. Also sehr gut. Mit wie vielen Leuten rechnet ihr noch an der Abendkasse? Oh, Hunderte auf jeden Fall. Also werden heute 1 Million Leute hier sein? Ja, grobe Schätzung. 1 Million, vielleicht minus 990.000. Vielleicht kannst du einmal kurz was zu den Highlights, das ja definitiv das Line-Up heute Abend ist, erzählen, wer denn so dabei ist. Ja, Highlight heute wahrscheinlich Restless, Mark Harmon, einer der besten Rockabilly-Gitarristen der Welt, ist heute hier, extra aus England eingeflogen. Auch aus England eingeflogen haben wir die Whipcracking Daddies mit dem Chopmeister, Choppy, am Kontrabass. Okay. Der wird da gleich dann stehen auf der Bühne. Ah, noch ein Master. Noch ein Master, ja, so wie unser Master, der auch Kontrabass spielt, stimmt. Wir sind auch ein Highlight und dann kommt noch vor uns Teddy Conetti, der ist natürlich auch ein Highlight. Und dann noch DJ Zuki danach, auch ein Highlight. Also nur Highlights. Das ist Wahnsinn eigentlich. Das ist ja kaum auszuhalten. Das Programm, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Das Wetter stimmt nicht, aber der Rest. Bist du ein bisschen aufgeregt, beziehungsweise was erhoffst du dir denn vom heutigen Abend? Ich hoffe mir gute Kontakte zur Presse weiterhin. Nein, wir sind natürlich, wir sind ein bisschen hibbelig, ja klar. Es hat noch nicht angefangen, gleich geht's los. Wir sind so ein bisschen Koffein vollgepumpt auch. Aber wir sind sehr gut drauf und erwarten eigentlich alles. So, dass es nächstes Jahr wieder direkt so starten kann wie dieses Jahr. Ihr habt für nächstes Jahr auch jetzt schon geplant? Wir sind dabei, ja. Das freut mich sehr. Und während die Vorbereitungen laufen und die letzten Kameras positioniert werden, mache ich mich mal auf die Suche nach dem Besonderen. Nach dem gewissen Etwas, was diesen Rock'n'Roll-Kult so besonders macht. Was gefällt euch an diesem Rockabilly-Style? Ja, also ich mag die Musik und ich liebe Petticoats. Das muss einfach sein. Es schwingt immer so schön beim Tanzen. Ist einfach ganz was anderes. Nicht so wie die breite Masse. Ich finde es immer schön, so die Kultur von früher. So. Und ja, macht einfach Spaß, sich mal schick anzuziehen. Was macht denn die Rockabilly-Damen besonders schön? Was heißt besonders schön? Ich mag einfach die Kleider, das ist einfach die ganze Form. Ja. Boah, wie die beschreiben, ich finde es einfach schick. Das ist einfach geil. Ja, sehr geil. Sehen Sie mal was anderes, ne? Also, finde ich super. Sehen sehr geil aus. Bist du denn heute Abend nur wegen Mr. Cracker hier, oder? Ja, bin ich. Zu viert sind wir mit einer kleinen Clique unter mir. Wie seid ihr damals auf die Jungs aufmerksam geworden? Wir haben die per Zufall bei der Maiwoche gesehen und dann sind wir irgendwie andauernd da gewesen. Also ich bin wegen dem DJ hier und wegen zwei Bands. Zum Tanzen! Was findest du denn an dieser Rockabilly-Musik am besten? Überhaupt den Style, den Sound, die Leute, die hier rumlaufen. Und wir gehen davon aus oder wir denken mal, dass wir die demnächst auf unserer Party spielen lassen. Also es ist heute auch so ein bisschen, mal gucken, was so geht. Auch Mr. Cracker-Drummer Micha habe ich noch kurz getroffen. Der war, glaube ich, etwas aufgeregt. Die Halle sind alle gut drauf. Bist du jetzt gerade, so wo es so langsam voll wird, ganz gut zufrieden? Ja, bin ich. Doch, doch, doch. Es wird so langsam entspannter für mich, muss ich sagen. Also, wie du siehst, oder sieht man, glaube ich, nicht, die Abendkasse läuft ganz gut. Ne? Ich habe Spaß. Teddy steht neben mir. Teddy möchte anfangen und deswegen muss ich mit ihm jetzt zur Bühne gehen. Ja, und da ging es dann auch direkt hin. Teddy Conetti Trio! Let's go! Okay, danke schön. Nach einem starken Start vom Teddy Conetti Trio, dann der von den Besuchern lang ersehnte Auftritt der Gastgeber. Oh, dekadent. Die Herren laufen erstmal zum Imperialen Marsch ein.
Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Wir sind Mr. Granger. Schön, dass ihr alle da seid. Shout, shout, let it all out. Den gab es nämlich unter anderem ein Backstreet Boys Cover zu hören. Everybody, yeah, rock your body. Everybody, rock your body right. Greg is back, all right. Well, direkt an dich gerade, ja. Haben sich deine Erwartungen vom Auftritt erfüllt? Ja, war eine feine Sache, war sehr schön. Die Leute sind richtig geil steil gegangen, hat richtig Spaß gemacht. Was man eben schon gemerkt hat, ihr habt hier, also wir haben eben ein paar Umfragen gemacht, die Leute sind halt nicht wegen, was weiß ich, wem hier, sondern wegen euch, ne? Weil die euch auch kennen. Was ist das für ein Gefühl, diesen Fame zu erfahren? Es ist erst schwierig wahrzunehmen und dann, es ist wirklich erst schwierig, das zu realisieren, wenn man sonst in der Woche eigentlich nur mal ein Buch liest und mal die Zeitung aufschlägt und einen Film guckt. Und dann plötzlich ist man am Wochenende hier und Leute mögen einen doch mehr, als man zu glauben gewünscht hätte. Kurz abschneiden. Okay, dann haben wir noch jemanden hier am Start. Das dritte Mitglied der Band, den Gitarristen. Ja, der ist ja aber eben noch im Publikum. Sag mal, fühlst du dich denn da wohl, wenn die Leute um mich drumstehen und dich angeiern? Ja, deswegen spiele ich doch in der Band, um sowas zu erleben. Das ist doch wohl klar. Aber da stehe ich doch richtig drauf, wenn die Leute so mitkommen und mir erzählen, wie gut ich gerade gewesen bin. Das freut doch einen Mann am meisten, oder? Ihr spielt so einen bekannten Klassiker und die Leute gehen halt total drauf steil auf eure Version. Was denkt ihr denn dann in dem Moment? Gar nichts. Aber es fühlt sich geil an. Ein bisschen wie Sex. Also erst denkt man so, wow, warum funktioniert das? Man ist ein bisschen überrascht, auch kurz, vielleicht kurz sauer auch auf die Szene. Und dann ist man doch erfreut, dass die Szene doch die Genregrenzen doch selbst noch ein bisschen aufsprengen will. Und genauso abwechslungsreich ging es dann noch mit den Whip Crackin' Daddies und Restless weiter. Für uns war nach den Auftritten der letzten beiden Bands dann so langsam aber Schluss. DJ Zucki heizte aber noch bis spät in die Nacht ein. Ja, grundsätzlich muss man sagen, eine gelungene und runde Veranstaltung. Auch für Nicht-Rockabilly-Fans ist das hier ein ganz gutes Ding. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sich jetzt im Nachhinein fragt, ja, ist das meine Musik? Aber ich glaube, dass jeder, der hier hinkommt, überzeugt wird, dass es eben ein ganz großer Knaller ist. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Ja, die Zugabe gibt's dann wohl nächstes Jahr, ihr Lieben.